Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir schminken mal wieder was zusammen, haben wir ja schon ewig nicht getan. Darum wird einfach mal wieder Zeit und wir starten einfach gleich. Entschuldigt bitte die Kinder im Hintergrund, ich kann leider nichts dran ändern. Wir benutzen erstmal von Alverde den Mineral Face Primer. Dann dreht man hier so ein bisschen, dann kommt hier vorne was raus. Und das verteilen wir dann auf unserem ganzen Gesicht. Und das werde ich eben mit den Fingern auftragen, einfach weil ich keinen Pinsel habe, wie ihr wisst. So, ich mache das eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Et voilà, Make-up ist aufgetragen. Wir werden jetzt noch etwas Puder verwenden. Und dafür werde ich zum ersten Mal den Kabuki von Alverde verwenden. Ich habe fast was vergessen. Wir müssen noch etwas konturieren. Dafür nehme ich von Wet n Wild diesen Bronzer. Das ist die Farbe Sunkissed, der so aussieht. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich nehme immer die dunkelste Farbe. Hier, da ist schon so eine kleine Kuhle. Und ich nehme diesen Pinsel von Catrice. Und gehe hier so auf der Seite mit rein. Ein bisschen viel habe ich jetzt erwischt, aber gucken wir gleich mal. Boah, in der Kamera sieht das jetzt extrem aus. So extrem ist es in Wirklichkeit nicht. Wir verblenden dennoch. So, ich muss meine Haare mal zur Seite nehmen. Das sieht in der Kamera jetzt aus, als hätte ich da so einen richtigen Fleck. So, ich nehme jetzt den Kabuki und werde das damit noch ein bisschen verblenden. Also in der Kamera sieht das aus, als hätte ich hier irgendwie... Naja. Wie dem auch sei. In Reality... Das sieht anders aus. So. Dann nehme ich als erstes wieder meine Urban Decay Primer Potion und trage die auf. Ach, Mensch, mit einer Hand ist da alles nicht so leicht, ne? So. So. Und ich werde heute mal wieder meine Weiß 3 Palette verwenden, weil ich sie einfach liebe. Verwenden werde ich als allererstes Alien. Alien ist diese rosa Farbe hier. Und die werde ich ganz vorne auf mein Auge auftragen. Als nächstes nehme ich Alchemy. Dann nehme ich Last Sin. Und gebe das genau hier rauf. Gehe nochmal in Alien und gebe das nochmal vorne etwas auf. Und dann gehe ich in Vanity. Diese lila Farbe. Und nehme mir erstmal so einen kleinen Pinsel. Gehe nochmal in Alchemy und fange jetzt an, meine Lidfalte zu definieren, indem ich immer abwechselnd in Vanity und in Alchemy gehe. Ich gehe noch einmal in Last Sin, einfach um hier die Kante ein bisschen zu verblenden. Und nehme mir dann einfach mein Puder und fange an, das zu verblenden. Ich nehme ein kleines bisschen Truth, die Farbe hier oben, und gebe mir die unter die Augenbraue, einfach um da ein bisschen noch zu highlighten.
Und das sind dann erstmal so die Augen, wie ich sie auch lassen werde. Ich finde es eigentlich so ganz schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Dann kümmere ich mich eben mal kurz um meine Augenbrauen. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert, also eigentlich gar nichts geändert in der Art und Weise, wie ich das mache. Augenbrauen. Das Einzige, was jetzt noch neu ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist mein Augenbrauengel. Guckt mal, wie wunderschön neu jetzt aussehen kann. Ihr kennt das gar nicht so neu, ne? Ich habe das andere ja aufgebraucht. Liegt hier noch, by the way. So sieht das dann aus. Aber das ist noch unbenutzt und ja, das werde ich jetzt verwenden. Ich habe eben noch Blush auf meine Wangen aufgetragen und zwar ist das dieses neue Blush von H&M, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es neu ist. Ich habe es neu gekauft. Und das sieht so aus. Ich swatche euch mal eben die Farben, weil die sind super, super schön. Und ich habe eben diese beiden Töne jetzt gemischt und mir etwas auf die Wangen aufgetragen. So, als letzten Schritt werde ich jetzt, vorletzten, werde ich jetzt noch Wimpern tuschen und zwar wieder mit diesen beiden. Einmal mit der Essence Princess Lash Mascara, Lash Princess Mascara und die CoverGirl Plum Crusher Mascara. So, die Wimpern habe ich jetzt auch getuscht. Das ist das fertige Augen-Make-up. Wir wollen jetzt noch etwas Lippenstift auftragen. Und zwar werde ich da JLo's Nude nehmen von L'Oréal aus dieser Collection Privée. Das ist so eine schöne Farbe. Ein Nude. Und das werde ich eben auftragen. So, das ist die Farbe. Ich finde, es ist ein Ticken zu hell für mich, aber irgendwie gefällt mir das. Ich weiß auch nicht genau. Was sagt ihr denn dazu? Also, ich finde die Farbe eigentlich super schön. Ja, ich bin fertig. Voila! Ich werde jetzt mich langsam auf den Weg machen. Ich bin eingeladen zum Gänseessen bei den Eltern von meinem Freund. Und der ist da schon und ich komme jetzt dann bald nach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder einen Daumen nach oben. Ich freue mich über beides. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!